War das gestern nicht zum Teil ein richtig schön entspannter Frühlingstag? Gerade im Süden war es nochmal angenehm warm mit wenig Wind und viel Sonnenschein. Dann zog eine Schauer- und Gewitterfront durch, die sehr schwach ausgeprägt war. Und in den kommenden Tagen wird es insgesamt wieder ruhiger, aber so ruhig wie hier in der Nähe von Amsterdam. Danke Christian Müller für dieses Foto, wird es nicht werden. Grüße Sie und grüße euch, denn es wird recht windig. Der Christian hat uns nicht nur dieses Foto zugeschickt, sondern auch das von einer kleinen Allee, wo die Kastanien grün werden, und hat dazu kommentiert, die Grünlandtemperatursumme liegt bei 520 Grad. Was ist eine Grünlandtemperatursumme? Das ist die Summe aller positiven Tagesmittel aufsummiert mit einer Einschränkung. Im Januar wird ein positives Tagesmittel mal 0,5 genommen, im Februar mal 0,75 und ab 1. März mal 1,0, und alles das, was ab 1. Januar zusammenkommt, gibt dann eine gewisse Summe. Bei 200 Grad ist die Vegetationsruhe zu Ende und bei rund 600 Grad beginnen die Wälder grün zu werden. Jetzt fragen sich einige, wieso wird denn hier das schon grün bei 520 Grad? Das ist eine etwas wärmere Gegend in der Nähe von Straßen. Die ganzen gesamten Wälder gehen bei rund 600 Grad los. Schauen wir uns mal die Grünlandtemperatursumme für Deutschland an. Wo wir da liegen, da sieht es schon ziemlich gelb aus. Und den höchsten Wert haben wir immerhin mit Stand vorgestern in Köln mit 596 Grad. Und gestern kamen ja noch ein paar Grad dazu. Da sind wir jetzt bei über 600 Grad. Das explodiert jetzt in der Natur aus dem Rheintal heraus, Siebengebirge beispielsweise rauf, geht das jetzt so richtig los mit dem Grünwerden, und das schleicht sich den Niederrhein entlang durchs Ruhrgebiet, dann zum Mittelrhein, zum Oberrhein, Kraichgau, Rhein-Main-Gebiet und so weiter und so fort, und das Flachland ist dann auch bald dran. Im Bergland, beispielsweise im Erzgebirge, sind wir bei 116 Grad und in den Alpentälern hier bei Reit im Winkel 209 Grad. Da sind die Wiesen jetzt nicht mehr braun, die fangen jetzt an grün zu werden und die ersten kleinen grünen Halme kommen da jetzt raus. Der Hebel wurde umgelegt. Schauen wir das gestrige Tagesmittel an. Mit 12,6 Grad lagen wir rund 5 Grad über dem sonstigen Tagesmittel eines, 14. Aprils. 8,5 Grad hatten wir in Leck und im Südwesten 16,3 Grad. Ein früherer klassischer Juli-Wert. Wenn wir das Ganze anschauen, sind wir jetzt ziemlich weit nach oben gekommen und es soll auch oben bleiben. Und am Schluss kommen wir bei Pi mal Daumen plus 1 Grad heraus. Der April geht also mehr auf die wärmere Schiene. Schauen wir uns noch die Niederschlagssummen an, die in den nächsten 10 Tagen runterkommen sollen, nach dem europäischen EZMWF-Modell. Das sind nur 0 bis 20 Liter, also nicht allzu viel. Erstaunlicherweise das meiste im Osten, nichts im Westen. Das amerikanische GFS-Modell sieht das anders. Wir gehen wieder die vier letzten Läufe durch. Das sind die sogenannten Hauptläufe mit den Niederschlägen für die rund 2 Wochen. Das ist dann bis Ende des Monats Pi mal Daumen. 10 bis 40 sollen da im Norden fallen, 10 bis 100 im Süden nach dem sogenannten Nuller von gestern. Der 6er war dann wieder ein bisschen trockener, der 12er vor allen Dingen im Süden und im Alpenraum nasser und der aktuell währende 18er ist im Nordosten relativ trocken, in der gesamten Südwesthälfte und im Alpenraum nass. Liegt einfach daran, wo liegt eine Kaltluftschüssel, wo es immer mal wieder Niederschläge gibt in Form von Schauern und Gewittern oder auch mal Landregen. Ganz so trocken wird es in der nächsten Zeit nicht weitergehen. Schauen wir die Wetterlage an von der kommenden Nacht. Da haben wir das hoch thronenderweise nördlich von uns mit einem riesigen Ausläufer auf dem Atlantik, und von Nordosten kommt etwas kältere Luft herangesickert. Die Temperatur sinken in 1500 Meter Höhe im Norden auf unter 0 Grad. Im Süden bleibt es bei über 5 Grad. Kurz für den Hintergrund: 0 Grad beispielsweise in 1500 Meter Höhe bedeutet in einer sternenklaren Nacht 0 Grad dann auch im Boden. Und Tageswerte, da kann man rund 15 Grad draufrechnen mit Sonnenschein. Im Süden sind also wieder 20 Grad drin. Dann am Dienstag, also nach Ostern, liegt eine Kaltluftschüssel über Südosteuropa. Die Ausläufe kommen bis zu uns rein. Im Westen zieht warme Luft nordwärts, entsprechend im Osten kälter, im Westen milder. Die ganz warme Luft, die ist im Süden der Iberischen Halbinsel. Und noch einen Zeitschritt weiter, und jetzt sind wir heute in einer Woche, da liegt eine Kaltluftschüssel beispielsweise dann über dem Westen Europas. Die sorgt allerdings dann bei uns für wärmere Luftmassen, die aus dem Süden kommen, und an der Grenze entstünden dann Schauer und Gewitter. Schauen wir uns gleich an. Die letzten Schauer- und Gewitterreste aus der Nacht kleben erst einmal am Alpenrand, vor allen Dingen in den Ostalpen, auch noch von den östlichen Mittelgebirgen bis in den Nordosten. Hier
regnet es ein bisschen. Im Laufe des Tages ist es nordöstlich der Elbe eher bewölkt, oft trüb. Es fällt ein bisschen Regen oder Nieselregen. Die stärksten Regenfälle haben wir südlich von Berlin. Nach Südwesten zu scheint häufiger die Sonne. Aus dem Wolkenschlons in Alpennähe wird so eine Mischung aus Wolkensonne und noch ein paar Schauern. Je weiter wir nach Südosten kommen, Richtung Österreich, desto mehr Regen gibt es. Der Wind kommt im Nordosten ziemlich unangenehm ruppig daher aus nordöstlichen Richtungen. Sonst haben wir kühlen Nordwind. Die Höchstwerte liegen bei einstelligen Werten im Nordosten unter diesem Kaltlufttropfen. Ihr erinnert euch, mit der 0 Grad Isotherme im Südwesten sind noch mal bis zu 22 Grad drin. Der Kar-Samstag bringt im Südosten noch ein paar Schauer. Schneevergrenze im Wienerwald bei 800 Meter Höhe. Dann weiter Richtung Mangfallgebirge, wenn dann noch was runterkommt, 1100, 1200 Meter Höhe. Allgemein sind im Süden noch kompaktere Wolken unterwegs. Sonst haben wir eine Mischung aus viel Sonnenschein, dünnen hohen Wolkenfeldern und ein paar Quellwolken. Der Wind bleibt aus nordöstlichen Richtungen ziemlich unangenehm und der kühlt weiterhin. Die Temperaturen gehen noch etwas zurück und liegen bei einstelligen Werten in den östlichen Mittelgebirgen, an der Ostsee und auch am Alpenrand. Sonst sind es zweistellige Werte. In Belgien sind bis zu 19 Grad drin. Der Ostersonntag wird nach kalter Nacht mit zum Teil Frost ein schöner Tag. Im Osten sind ein paar dichtere Quellwolken unterwegs, sonst wenige dünne hohe Wolkenfelder, allerdings sonst klarblauen Himmel ohne Sahara-Sand und Sahara-Staub und sonst viel Sonnenschein. Der Wind bleibt unangenehm, kommt aus nordöstlichen Richtungen, gerade im Alpenvorland und in der Schweiz faucht er ordentlich, bei Temperaturen unverändert von maximal bis zu 19 Grad. 9 Grad in den östlichen Mittelgebirgen, 19 Grad rund um Belgien und auch den Niederrhein und in den südlichen Niederlanden. Am Ostermontag kommt diese Kaltluftschüssel von Osten herangezogen mit einem Wolkenklotz. Den haben wir dann vom südlichen Mecklenburg-Vorpommern bis an den Bodensee und östlich davon. Da sind auch ein paar Schauer, teils als Regen in den Bergen, auch als Schnee dabei, aber nicht allzu viel. Nach Westen zu bleibt es strahlend sonnig. Der Wind kommt weiterhin aus nordöstlichen Richtungen. Die Temperaturen ändern sich wenig. Nach Westen zu wird es ein bisschen wärmer mit bis zu 20 Grad. Wir müssen aber nochmal über das verlängerte Osterwochenende sprechen. Denn auf der einen Seite haben wir schönes Wetter, auf der anderen Seite auch noch so ein paar Dinge, auf die wir achten müssen. Die gefühlten Temperaturen liegen im Wind und im Schatten durch die niedrigen Taupunkte und der trockenen Luft bei minus 4 bis plus 10 Grad. Also wenn es bewölkt und windig ist, liegen die gefühlten Temperaturen bei minus 4 Grad. Im Sonnenschein dann und Wind bei plus 10 Grad. Außerdem haben wir nach 20 bis 45 Minuten ungeschützten Aufenthalt in der Mittagssonne eine Sonnenbrandgefahr. Das heißt, der UV-Index ist sehr hoch. Wer jeden Tag mittags draußen ist, ist dann rot wie ein Krebs. Bedeutet, im Sonnenschein haben wir eine hohe Sonnenbrand- und Sonnenstichgefahr, weil wir die Kraft der Sonne nicht merken. Denn wenn es klar ist und kühl, ist die Sonnenbrandgefahr viel höher, als wenn es zum Beispiel so diesig und heiß ist, wo man denkt, boah, da gehst du kaputt. Da ist die Sonnenbrandgefahr nicht so hoch, wenn man denkt, wow, es ist ganz schön kalt und frisch und alles ist so kosmisch klar. Also Käppi auf, Sonnenbrille auf, gut eincremen, damit auch nichts passiert, denn es gibt ja noch ein paar sonnige Tage. Schauen wir nach. Am Dienstag im Nordwesten noch Sonnenschein. Im Süden schrammt uns dieser Kaltlufttropfen. Es wird inneralpin wahrscheinlich in den Bergen ein paar Schneeschauer geben. Hier in den Alpentälern um die 6 Grad, sonst sind bis zu 20 Grad drin. Am Mittwoch kommen wahrscheinlich im Westen ein paar Schauer an. Ansonsten bleibt es sonnig. Je nach Sonnenschein dauern 9 bis 19 Grad. Am Donnerstag 11 bis 19 Grad. In der Westhälfte tendenziell aufkommende Schauerneigung. In der Osthälfte ein Mix aus Sonne und Wolken. Also das geht recht frühlingshaft weiter. Am Freitag dann, Stand derzeit nach dem 18er Lauf, kommt von Südwesten so eine Schauer- und Gewitterkrake herangezogen mit mal kräftigeren Schauern und Gewittern und einer Abkühlung. Freunde, keine Unwetter, keine Monster, die daran gezogen kommen, sondern einfach Frühjahrsschauer und Gewitter. Im Osten bleibt es noch recht freundlich und wärmer, nach Westen zu wird es kälter. Und wenn das so kommt, mit der Kaltluftschüssel, die wir dann eben gesehen haben und dem Tief genau über Mitteleuropa, wären es 7 bis 17 Grad am nächsten Wochenende, also in einer Woche, mit weiteren Schauern und Gewittern zum Wohle der Natur. Müssen wir mal abwarten und kontrollieren das ganz kurz anhand der Ensembles für den Norden Deutschlands. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Und je enger die liegen, desto sicherer ist die Vorhersage. Je weiter sie auseinanderklaffen, desto unsicherer
sicherer. Und wenn es weiter auseinanderklafft, wie zum Beispiel hier, dann kann das auch damit zu tun haben, dass ein Tief in der kalten Variante über uns oder knapp östlich von uns liegt und in der milderen Variante nur ein paar hundert Kilometer weiter westlich. Es ist fast eine und dieselbe Wetterlage, nur in Nuancen verschoben, wirkt sich nur stark aus. Und die Niederschlagssignale nehmen im Norden dann in der letzten Aprildekade wieder zu. Davor bleibt es hier größtenteils trocken. Im Süden sieht es anders aus. Da gehen die Temperaturen mal vorübergehend zurück, sind dann leicht überdurchschnittlich. Müssen wir noch besprechen. Im Norden durchschnittliche Temperaturen, im Süden leicht überdurchschnittliche Temperaturen. Vorübergehend ist es hier mal trocken. Und dann auch hier gibt es in der dritten Aprildekade zunehmende Niederschläge. Ganz am Schluss raus sollte es demnach richtig nass werden. Schauen wir mal, ob das so kommt. Wenn es was Neues gibt, sehen wir uns später. Wenn nicht, dann morgen. Bis dahin.